mal wieder bin ich zu spät. Heute zeigen wir euch wieder ein Fahrzeug aus unserer Sammlung oder aus unserem Fuhrpark, wie man jetzt so schön sagt, wie wir mitbekommen haben. Also hier wieder ein Fahrzeug aus unserem Fuhrpark. Sehr seltenes Fahrzeug, eine Simonini, die auch eine wirklich coole Geschichte hinten dran hat. Ja, da können wir euch ein bisschen was dazu erzählen natürlich. Das Teil haben wir seit 5 oder 6 Jahren. Und was kann man dazu sagen? Simonini, viele werden die Marke nicht kennen, war aber sehr populär in den 70er und auch in den 80er Jahren noch für ihre Motocross-Fahrzeuge, Fahrwerke. Und war die Konkurrenz hier bei uns zumindest auf den Großstrecken, da bin ich ja auch aufgewachsen, zu Kreidler van Veen, zu Hercules GS und natürlich auch zu den ganzen Japanern, die damals auf den Markt kamen. Die Simonini war jetzt kein günstiges Fahrzeug, war eigentlich sogar ein sehr teures, war so ein bisschen die Ducati damals unter den Motocrossern. Und das war auch eine ganz kleine Manufaktur in Italien. Und zwar ging das so los, dass Enzo Simonini, ich glaube Anfang der 60er Jahre, der war irgendwie bei Fiat tätig als Ingenieur und hat dann Anfang der 60er Jahre seine Leidenschaft entdeckt für die Zweitakter und hat begonnen mit so Tuning-Kits eigentlich, ja, für normale Zweitakter Cross-Mopeds. Ja, das heißt, er hat dann angefangen mit Zylinder überarbeite, alles im kleinen Stil und war dann auch relativ schnell auch sehr erfolgreich mit der ganzen Geschichte. Es ging dann die Geschichte so weiter, dass er dann 1971 gestartet hat mit der Produktion oder mit dem ersten Rahmen, den er selber gebaut hat, und hat damals ausschließlich Sachs 50 Motoren da eingebaut. Und die Dinger, so wie eins jetzt auch hier steht, das ist jetzt ein späteres Modell, das ist eins aus 77, waren dann auch auf den Strecken wirklich sehr erfolgreich, war sehr leicht, er hat dann auch wirklich nur hochwertige Teile, Mazzocchi-Kabel, die Federbeine auch alles wirklich sehr, sehr hochwertig gemacht, die ganze Geschichte, und war aus dem Grund dann auch wirklich ganz vorne mit dabei, muss man ganz klar sagen. Er hat dann weitergemacht und hat dann mit 125 und 250 Kubikmotoren Fahrwerke gebaut und war dann auch wirklich bei den Meisterschaften in Italien immer ganz vorne dabei, hat die auch mehrfach gewonnen, 1978 und so weiter, italienischer Meister geworden mit 125 Kubik. Und dann kam auch der wirtschaftliche Erfolg, er hat sich dann mit, wie hat er keinen Kaiser, Franco Fortini, irgendwie so Kaufmann war das, der da in dem Bereich auch schon unterwegs war, sich zusammengetan und dann haben sie da auch wirtschaftliche Erfolge erzielt, indem dann auch eigene Motoren dazu kamen und ja, das ganze Ding ja, in Richtung Erfolgsspur ging. Immer mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, je nachdem, wie erfolgreich das man halt gerade war im Rennsport. 1974 haben sie dann auch noch Kreidler-Motoren ins Sortiment aufgenommen, haben Kreidler-Motoren verbaut und das war dann so, ja, das ist die Geschichte eigentlich hinter Simonini. Was habe ich vergessen? Ja, das Typische ist natürlich dann, wenn zwei sich zusammentun, dann gibt es irgendwann auch Reiberei. Ende der 70er Jahre haben sie sich dann getrennt aufgrund von irgendwelchen Unstimmigkeiten, was, wie, wo, weiß ich jetzt nicht. Dann ging es eigentlich auch relativ schnell bergab mit der Firma. Nachdem Simonini, also Enzo, die Firma verlassen hat, hat Franco die Namen und alles noch weiter gehabt, hat dann bis 83 noch produziert und es war dann von der ursprünglichen Marke Simonini das Ende. Also da wurde dann auch nichts mehr gemacht. Gut, ein paar Daten zu unserem Fahrzeug hier, können wir jetzt noch sagen. Das Fahrzeug habe ich gekauft, wie gesagt, vor 5 Jahren. In Schweden. Das war auch eine lustige Geschichte und zwar war das der Importeur für Motocross-Fahrzeuge generell in Schweden. Der hat irgendwie 1978, 77, 78, Ende 77, also das Fahrzeug kann man jetzt sagen, es ist Ende 77, Anfang 78, so genau kann man es jetzt nicht sagen, es war irgendwie kurz nach Weihnachten, 77 gekauft, 6 Stück von denen. Und hat dann auch angerufen im Werk und hat dann auch mit Enzo Simonini persönlich gesprochen, gesagt, er möchte die abholen. Er hat da die Kunden schon dafür und Enzo Simonini, ja, kein Thema, die Fahrzeuge sind fertig, dann und dann könnt ihr die abholen. Das war, glaube ich, dann im Januar, wenn ich das noch richtig weiß, 78 dann. Ja, und
dann ist er dahin gefahren, hat sich einen LKW besorgt in Schweden und ist nach Italien gefahren, was er mal auf die Schnelle irgendwie 3000 Kilometer oder so sind, ja, nagelt mich nicht fest, aber sowas in der Richtung. Und dann kommt er da an in Italien im Werk von Simonini und da war da alles dunkel und alles abgeschlossen. Und dann hat er da versucht, da hat es ja noch kein Handy gegeben, ne, muss man sich ein bisschen Zeit zurückversetzen, da haben wir noch mit Wählscheibe hier telefoniert, ja. Dann ist er da irgendwie rum und hat dann versucht, den Kerl zu erreichen telefonisch, da war aber auch keine Chance. Und dann ging es, wie es so ist, auf italienische Dörfer, irgendwann ist einer vorbeigelaufen. Und der hat dann gewusst, ja, da ist Hochzeit, der ist halt eine Riesenparty. Ja. Dann ist er irgendwie da und da in irgendeinem Ding am Feiern. Ja. Und dann ist er da hingefahren und dann war der da tatsächlich stark alkoholisierte Enzo Simonini schon am Feiern und war dann ganz perplex. Was, wie Mopeds abholen? Ja, heute feiern wir erst mal. Ja. Dann haben die da wirklich durchgefeiert und dann Sonntagmorgen sind sie dann irgendwie so halb bedöttelt in die Fabrik. Ja, und dann waren die Fahrzeuge ja dann noch gar nicht fertig, sondern waren dann noch komplett zerlegt, dargelegen, ja, zur Montage vorbereitet. Und dann sind sie da wohl noch mit dem Lackierer, der dann noch die Rahmen lackiert hat auf die Schnelle. Dann haben die Dinger irgendwie zusammengesteckt, vorsichtig. Ja, so hat er mir das alles, wie gesagt, erzählt und habe die Dinger dann verladen. Und dann ist er mit denen nach Schweden. Und hat die dann eine Woche später oder so, nachdem der Lack richtig trocken war, fertig montiert und auch verkauft. Das Fahrzeug habe ich dann im Endeffekt ja, von dem jungen Mann, vom Mats, hier im Gruß an der Mats, ein guter Freund von mir auch in Schweden, bekomme nach langem, langem Verhandeln und ja, hin und her. Da war er auch wirklich froh drum. Im Großen und Ganzen müssen wir jetzt an dem Fahrzeug auch nicht mehr viel machen. Der Mats, muss ich sagen, hat das Fahrzeug zu 90% schon restauriert gehabt. Der Mats ist auch ein Spezialist für Sachen anfertigen. Das heißt, das Schutzblech vorne ist komplett angefertigt aus Grundlage von einem MT-Schutzblech. Das siehst du gar nicht, dass das nicht original ist. Das sieht wirklich 1:1 aus wie das Original damals. Und das sind so die Spezialitäten von Mats. Der hat also wirklich da vieles ja, wieder nachgefertigt, wo es da auch gar nicht mehr zu kaufen gibt. Im Grundprinzip habe ich mir dann noch den Motor gemacht und verschiedene Kleinigkeiten verfeinert oder technisch dann vollendet und fehlt jetzt eigentlich nur noch der Endtopf. Das ist das Einzige. Normalerweise sitzt hier der Endtopf, ja, der fehlt jetzt noch. Da bin ich immer noch voller Hoffnung, dass ich irgendwann irgendwo in Italien so ein Teil doch noch finde auf irgendeinem Markt, was aber sehr schwer wird. Im Zweifel fände ich mal das Ding jetzt halt noch an, ja, da ist das auch kein Thema. Gut, dann haben wir es eigentlich soweit zu dem Fahrzeug. Was können wir noch dazu sagen? Also nochmal die Ausstattung von dem Fahrzeug. Man sieht es jetzt auch hier mal schön. Wir haben hier dann wirklich dann Acrontfelge, Alufelge. Wir haben hier eine Mazzocchi-Gabel. Wir haben hier Domino-Armaturen dran. Wir haben hier den Sachs 50-6, den Sechsgangmotor. Ist angegeben normalerweise bei Simonini mit 12 PS plus. Ja, also soll diese 12 PS, da soll er wohl irgendwie noch hier und da die Pfeile angesetzt haben, sodass er auf angebliche 14 PS gekommen ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es demnächst mal auf dem Prüfstand prüfen, aber das machen wir erst, wenn wir einen Endtopf haben, weil das Ding ist wirklich schweinelaut, da fällt er wirklich das Ohr ab. Ansonsten, was haben wir noch dazu zu sagen? Wie gesagt, ja, Motor ist alles frisch gemacht. Nö, das war es dann eigentlich so weit. Wie gesagt, viele Sachen haben wir anfertigen müssen. Drehmaschine haben wir ja alles fräse, weil du kriegst natürlich da keinerlei Ersatzteile mehr für das ganze Ding. Wie heißt das Modell? Ganz, ganz spektakulär, das Modell. Ganz, wie soll ich denn sagen, man wird nie drauf kommen. MC50. Ja, alle. Ja, zu der Zeit MC50, ja, auch bei Kreidler MC50 Profi, MC50 Standard. Gut, Hercules war es dann die GS, aber auch die MC, die Motocross. Ja, ist einfach die Motocross-Version. Rahmennummer haben wir hier bei dem Teil gar nicht, wie es typisch ist bei Motocross. Da gibt es keine Rahmennummern. Ja. Aber Betriebsstunde hat die schon, ne? Weil die steht ja aus wie, sieht aus wie aus dem Laden. Ja, die ist jetzt im Neuzustand, das ist klar. Betriebsstunde kannst du auch. Da gibt es keine Zählwerke für die alten Dinger, gar nichts. Da war das alles komplett egal. Ja, das war's dann erstmal wieder aus unserem Fuhrpark. Wir können es jetzt noch starten. Hebt euch die Ohren zu.
mein Ohr. Ich bin taub. Haben wir wieder das Normale? Ja. So, das war zum Thema Sau und Simonini. Mein Ohr pfeife hier drin. Schallt natürlich noch etwas. Also ist schon krass. Aber vom Fahrer her kann man sagen, es ist wirklich auch heute noch, vom Fahrwerk her, auf der Großstrecke behaupte ich jetzt mal, so weit bist du da nicht hinterher. Ja, mit dem ganzen Fahrwerk. Klar, heute viel besser, noch ein bisschen leichter alles. Gewicht weiß ich gar nicht, das wäre jetzt noch eine gute Frage, aber das weiß ich jetzt nicht. Was wiegt denn das Ding? Keine Ahnung, kann es echt nicht sagen. Da gibt es auch kein Datenblatt, so wie bei anderen Fahrzeugen, die man dann geschwind ausdrucken könnte, dass man das weiß. Ja. Also wie gesagt, das war es jetzt wieder mal ein Fahrzeug aus unserem Fuhrpark, unserer Simonini. Demnächst mal auf dem Prüfstand, aber das machen wir erst, wenn wir einen Topf dran haben, weil das halte ich ja hier nicht aus, hier drin. Das ist wirklich übel. Das machen wir so schnell nicht mehr. Gut, bis zum nächsten wieder in der Mobilgarage und stellen wir euch wieder ein Fahrzeug aus dem Fuhrpark vor.